Bei diesem Duell läuft jedem Fußballfan das Wasser im Munde zusammen. Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Am Dienstag ist es mal wieder soweit. Argentinien trifft auf Portugal. Es ist das Aufeinandertreffen der wohl zwei besten Kicker der Welt. 2011 kam es zur bisher einzigen Begegnung auf internationaler Ebene. Argentinien gewann 2:1, beide trafen. Auch auf Vereinsebene kann Messi im Duell mit dem Portugiesen die bessere Bilanz vorweisen. Doch Portugals Trainer Fernando Santos hat noch andere Sorgen als den kleinen Argentinier. Es geht darum, wie Argentinien spielen wird. Ihr Coach hat bereits bekannt gegeben, wo Messi wohl eingesetzt wird. Sollte er doch woanders spielen, würden Sie mich jetzt fragen, ob sich das Team darauf einstellen kann. Aber wir müssen uns darum kümmern, was Argentinien macht, nicht nur Messi. Klar kann Lionel für Argentinien den Unterschied machen, aber die ganze Mannschaft hat sehr viele starke Spieler. Wir müssen also das komplette argentinische Team im Auge behalten. Während Portugal also nur ein Auge auf Messi wirft, wird sich Argentinien sicher komplett auf Ronaldo konzentrieren. Im Januar könnte der 29-Jährige erneut den Ballon d'Or gewinnen. In Diensten von Manchester United wurde der Portugiese erstmals Weltfußballer. An seine alte Wirkungsstätte, das Old Trafford, kehrt Ronaldo für das Match gegen Argentinien zurück. Für eine Partie, die wohl das Herzen jedes Fußballfans höher springen lässt.